Hallihallöchen, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Freut mich, dass ihr dabei seid und freut mich, dass euch das gut gefällt. Ich habe mir auch nochmal überlegt, so, also habe ich selber Bock auf das Spiel und ich muss sagen, ja, ich habe richtig Bock auf Assassin's Creed Syndicate. Ich habe ja auch schon einige Assassin's Creed Teile hier gemacht und auch wenn das vielleicht nicht so viele schauen wie in GTA oder sowas, ist es mir doch wichtig für die Leute, die das gerne bei mir gucken, das weiterzumachen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, wir werden auf jeden Fall zumindest die ganze Story mal machen. Und was wir sonst noch machen, das schauen wir dann mal. Es geht jetzt für uns weiter in Sequenz 4. Das wird hier schon angeboten. Und deswegen würde ich sagen, klicken wir einfach drauf. Und weiter geht's. Viel Spaß bei diesem Part. Assassin's Creed Syndicate. Schnelle und zuverlässige Linderung. Eine Kluft hat sich zwischen Jacob und Evie aufgetan. Er unterstützt Evies Suche nach dem Ehensplitter nicht. Und sie erachtet Jacobs Kampf gegen die Templer als leichtsinnig und stümperhaft. Sie arbeiten getrennt. Jacob geht nach Lambeth, um Sterics Beruhigungssirup zu untersuchen, während Evie das Vorläufer-Artefakt bis zum Haus des Meisterassassinen Edward Kenway zurückverfolgt. Edward Kenway! Ich glaub's ja nicht. Okay, weiter geht's. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. So, damit kriegen wir jetzt hier neue Möglichkeiten. Hier ist ein Zugversteck. Oder warte mal, sind wir jetzt einfach nur im Zug? Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt hier alles? Sympathisantenaktivität. Fundstück, dann haben wir natürlich Aussichtstürme, aber hier unten geht es vor allem weiter. Warte mal, da ist noch was Sympathisantenmäßiges hier auch. Nee, das ist eine Charles Dickens Erinnerung. Sprungfeder Jack. Okay, ansonsten haben wir hier unten im Stadtteil Lambeth ein paar, oder was ist denn das hier? Doch, müsste eigentlich sein. Haben wir da einige Aufgaben, zum Beispiel Sequenz 4 Nachrichtenticker und Sequenz 4 ein Löffel Sirup. Und Jacob und Evie machen jetzt getrennte Sachen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt gerade? Bin ich jetzt hier im Zugversteck oder was? Ich würde einfach sagen, wir wollen erstmal den Aussichtspunkt holen in Lambeth, um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und wir haben eine neue Montur, die Naturburschen-Monitor. Da wollen wir mal ganz kurz schauen im Inventar, wie die denn aussieht. Also, das ist, was wir momentan anhaben. Und das hier ist die Naturburschen-Montur. Und ich finde, die sieht gar nicht schlecht aus. Was haben wir hier unten noch? Jägermontur. Auch die kann ich, glaube ich, schon anziehen. Weil das, ich glaube, Season Pass oder ich habe die Gold Edition, vielleicht liegt das daran. Also das ist hier sowieso eine Detektiv-Montur. Und das Ganze hier sieht aber auch ganz schick aus. Dickes Leder und grobe Stoffe. Könnte man noch verbessern. Aber ich würde sagen, wir ziehen das einfach erstmal an. So. Und Gürtel, da haben wir auch noch was Neues. Da haben wir nämlich zum Beispiel den hier, den Novizengürtel, der mehr Verteidigung und Schleichen bringt. Dann ziehen wir den auch mal an. Ansonsten Waffen, hat er denn noch irgendwas Besonderes hier? Ach, guck mal hier, wir können auch den gehärteten Lederhandschuh anziehen. Ah ne, den habe ich schon an, ne? Ich glaube, den habe ich schon an. Jedenfalls, Waffen, was hat er für Waffen? Er hat ja im Endeffekt dieselben Waffenmöglichkeiten. Dann könnten wir doch mit ihm eigentlich auch das... Ne, können wir nicht. Ah doch, das Elfenbeinkukri, das verbesserte. Das können wir auch mit ihm anziehen, genau. Oder er kann halt auch die Stockdolche anziehen, aber den müssten wir ja erst herstellen, der ist schlechter. Also nehmt er auch erstmal das Elfenbeinkukri. Grundsätzlich würde ich sagen, glaube ich, auf lange Zeit gesehen würde ich Evie eher den Stockdolch geben und ihm vielleicht hier so einen Schlagring oder sowas. Das passt vom Stil her ganz gut. Aber Kukri finde ich bei beiden nett. So, weil ich jetzt auch noch 7 Punkte habe, 7 Assassinen-Punkte, würde ich hier noch ein bisschen was skillen. Allerdings, achso, da müssen wir Level 3 sein. Ja, wir können ja hier Schläger noch ein bisschen machen. Konterangriff haben längeres Zeitfenster, richten mehr Schaden an. Also er geht ja Richtung Schläger, insofern können wir dem da ruhig noch ein bisschen was geben. Gesundheitsboost Nummer 2 zum Beispiel. Ihr hört wahrscheinlich, dass ich immer noch ein bisschen krank bin, aber macht ja nichts. So, und damit sind wir jetzt auch Level 3, da hat er auch wieder neue Fähigkeiten, die wir skillen können. Und wie gesagt, alles schön in den Schlägerbaum. Zum Beispiel, betäuben Sie Gegner, wenn Sie einen Gegner an den Rand des Todes bringen, wird der nächste Angriff einen anderen Gegner automatisch ebenfalls an den Rand des Todes bringen. Dies ist für Multi-Hinrichtungen und andere Aktionen sehr hilfreich. Oh, das klingt natürlich nice. Erfolgreiche Angriffe bringen Gegner schneller an den Rand des Todes. Das klingt auch gut. Machen wir. Also, vor allem, weil er ja dieser Schlägerkerl ist. Schön hier verstümmeln, schlagen, alles rein. Finde ich super. Aber die Frage ist jetzt auch... Ah, jetzt habe ich das andere Kostüm an, oder wie? Ja. Mit Zylinder. Auch nicht schlecht. Zug-Safe ist voll. Oh. Dann muss ich wohl mal erstmal meinen Safe leeren gehen.
Eine Kiste macht die Biege. Da gibt's auch eine Mission. Ich wüsste ganz gerne mal, wo unser Safe ist, meine Liebe. Ah, hier hinten ist unser Geld. Dann leeren wir das nochmal eben. Was haben wir da drin? 1000 Pfund. Ja, haben oder nicht haben, ne? Und hier ist jetzt auch noch eine Mission im Zug. Und die Mission heißt, eine Kiste macht die Biege. Für Level 3. Ivy hat eine Spur zum Standort des Edenspinners, das ist der Templar. Dann würde ich mal sagen, fangen wir damit einfach an. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Ivy Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krank heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? So, wieso haben wir jetzt noch 17 verfügbare Fähigkeiten? Ach so, die Templertruhe sollen wir suchen. Und er schaltet die Schützen aus, oder was ist der Plan? Na gut, wir schauen mal. So, wir wollen... Ja gut, wir wollen erstmal nur die Truhe finden. Ich mache aber mal eben den Rundum-Check, um sicherzugehen, dass wir nicht in irgendwelche Wachen reinlaufen, ungeplant. Also da hinten stehen zwei... Ja, da ist noch einer, der spazieren geht. Und dann hat er ja noch was von Schützen auf den Dächern erzählt. Aber ich sehe jetzt gerade keine. Da hinten ist übrigens noch so ein Helix-Glitch. Und da ist auch noch irgendwo einer. Müsste ich nicht eigentlich von hier aus auch irgendwo hochkommen? Also zum Beispiel hier mit der Klinge. Aber, also mit diesem Schießding. Aber es scheint noch nicht zu funktionieren. Ah, jetzt komme ich doch hier hoch. Also, genau, das war mein Plan. Weil da ist halt so ein... Ach so, da muss ich wahrscheinlich auf dieses Ding drauf, ne? Nee, das ist natürlich mysteriös. Wir wollen... Ja, komm, gehen wir erstmal hier aufs Dach rüber. Was haben wir hier noch an Gegnern? Hier ist gerade gar nichts. Wir sind ja auch so ein bisschen außerhalb der... des Bereichs, wo wir eigentlich hin wollen. Dann gehen wir mal hier übers Dach weiter. Ich meine, die Truhe zu suchen ist jetzt nicht so die Aufgabe, weil da wissen wir ja, wo die ist. So, wir haben hier Schützen auf den Dächern. Mehrere, alles voller Wachen hier unten. Also viele Gegner. Da muss man sich also erstmal überlegen, wie wir vorgehen wollen. Ich würde zum Beispiel hier diese Schützen einfach mal mit einem Attentat ausschalten. Nein! Genau das war nicht der Plan, meine Liebe. Das war nicht der Plan, meine Liebe. Ich sagte, die Schützen ausschalten. Und sie springt aber eins zu weit nach unten. Na gut, das war jetzt ein Missverständnis. Ich gehe wieder hoch. Tja, manchmal passiert es eben so, ne? Also ich habe Attentat angezeigt bekommen und dachte so, ja, sie nimmt sich die Schützen. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber dann können wir das jetzt machen. Ja, jetzt hat es funktioniert. Okay. So, wie sieht's denn aus mit unseren Wurfmessern? Haben wir leider gar keine. Dann würde ich sagen, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwo welche vielleicht erbeuten können. Weil schießen möchte ich eigentlich nicht, das ist mir ein bisschen zu laut. Und Wurfmesser sind auch schon die bessere Alternative, aber da haben wir leider gerade gar keine von.
Was man ausprobieren könnte, ist, ob wir den ausschalten können, ohne dass jemand was sieht. Das scheint zu funktionieren. Und damit haben wir auch ein Wurfmesser. Und das ist natürlich schon mal super. So, hier hinter haben wir jemanden. Ausgeschaltet und hinter die Deckung. Und jetzt ab nach oben. Ich mag diesen Haken. Also ihr seht ja oder ihr wisst ja, ich versuche es auch jetzt natürlich alles wieder schön still und heimlich zu machen. Möglichst wieder auszuschalten. Ich könnte jetzt einfach zur Kiste laufen, aber ich finde das ja ganz gut, vorher noch ein paar Gegner loszuwerden. So, dann würde ich wieder nach oben gehen. Wir haben halt einfach immer von oben eigentlich die besseren Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Deswegen immer schön nach oben. Und man kann auch so schön schnell verschwinden jetzt in diesem Assassin's Creed, muss ich sagen. So, zack, zack, Doppelattentat von oben. Zack, den haben wir auch. Und das war einer von den wichtigen, glaube ich. So, und jetzt haben wir also nur noch die zwei. Also ich habe schon vieles ausgeschaltet. Und auch bisher eigentlich fast alles schön still. Gerade so diese Seilattentate finde ich cool. Also wo man sich so drüber schwingt mit dem Seil und dann ein Attentat macht. Jetzt schalten wir noch die alte hier aus. Und dann können wir eigentlich direkt darunter springen und den letzten auch noch ausschalten. Und dann sind wir quasi hier still und heimlich durch und haben alle schön weggeschlachtet. Ich würde sagen, das lief richtig perfekt assassinenmäßig. So, damit sind wir hier bei der Kiste. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Jacob, Vorsicht! So, ich glaube, wir haben nicht das gefunden, was wir finden wollten. Sondern wir haben irgendwas anderes gefunden. Nämlich irgendwelche Papiere oder ein Buch oder sowas. So, der kommt zu uns rüber. Den machen wir natürlich fertig. Warte mal, ich springe einfach darüber, dachte ich jetzt. Aber darf ich leider nicht. Also ich soll Reflexschuss machen auf Gegner, die hervorgehoben werden. Na gut. Also manchmal kommen welche zu uns. Aber wieso darf ich nicht einfach die so wegballern? Und wieso ballern die so auf mich? Wirklich frech. Hä? Ich werde von allen Seiten geballert. Ich meine, ich kann natürlich die ganze Zeit Dreieck drücken. Aber ist das Sinn der Sache? Hä? Irgendwie checke ich gerade nicht so ganz, was hier abgeht. Ich würde gerne auf die anderen Züge drauf, auf die anderen Kutschen drauf. Aber das geht nicht. Aber gut, dann schalte ich die halt so aus. Notfalls muss das so funktionieren. Ist gar nicht so leicht zu schießen von dem Ding im Fahren. Hä? Der war doch wohl. Ich glaube, jetzt gleich kommt wieder einer rüber. Jawohl, dann können wir den ausschalten. So, den haben wir. Ständig wird mir hier Dreieck angezeigt. Ich drücke das ja schon immer, aber ich frage mich, was die alle von mir wollen. So, sie lädt nach. Und jetzt kommt noch einer hier drauf. Ja, ich bin schon weg. Aua. Alter, wie die auf mich draufballern. Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt. So,
So, also erstmal muss ich sagen, die Mission war irgendwie gerade ein bisschen verwirrend. Den ersten Teil fand ich sehr gut, wo wir so schön leise vorgegangen sind. Aber der zweite Teil jetzt auf den Kutschen hat mich nur verwirrt, weil ich die ganze Zeit Dreieck drücken sollte. Und man auch die Kerle nicht richtig killen konnte. Irgendwas habe ich da noch nicht verstanden. Naja, eine Kiste macht die Biege. So, haben wir abgeschlossen. Und es gab keine extra Ziele. Insofern, alles easy. Und wir haben nicht das gefunden, was wir finden wollten. Kein Edensplitter, sondern ein komisches Buch oder Papiere. Und jetzt haben wir auch nicht alles mitnehmen können, sondern nur dieses Buch. Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Ein scharfes Messer für einen scharfen Verstand, Evie. So, das ist aber schön, dass ihr hier den Zug ein bisschen verschönert habt. Haben wir jetzt hier noch Geld drin? Nicht so richtig. Doch, ein bisschen war noch drin. 250. So. Irgendwas haben wir noch freigeschaltet. Irgendeine Montur. Jetzt gucke ich mal eben nach. Im Inventar. Bei den... Nee, einen Umhang haben wir. Oder was? Jäger. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Ein Jägermantel. Bringt aber weniger Schleichen. Ansonsten haben wir auch hier den legendären Assassinen-Umhang. Den brauchen wir allerdings. Da brauchen wir Level 9 für. Der kann hergestellt werden. Ja, die hier, die kosten teilweise. Also der sieht zum Beispiel geil aus. Bringt aber weniger Schleichen und so. Und kostet halt 3000. Also im Endeffekt ist der, den wir momentan haben, schon der beste. Lassen wir den erstmal an, würde ich sagen. Und monturentechnisch... Ne, sie hat nur die eine Montur. Okay, also schalten wir getrennt voneinander Monturen frei für beide. Hätte ja sein können, dass sie auch gleichzeitig freigeschaltet werden. Ansonsten wurde uns empfohlen, wir sollen die Schusswaffe mal verbessern. Was bringt uns das denn genau? Wenn wir die verbessern, dann bringt das einfach nur ein plus 1 Reflexschussgenauigkeit. Achso. Ja, das wurde mir, glaube ich, vorgeschlagen, eben für die Mission, die wir gerade gemacht haben, aber das bisschen muss ja auch nicht unbedingt sein. Dann sparen wir uns das Geld. So, und was ist jetzt, also eines muss ich noch lernen, oder eins weiß ich noch nicht, und auch hier haben wir jetzt wieder im Zug eine Mission, aber wir haben doch eigentlich auch auf der Karte Missionen. Also wir haben hier unten Missionen in Lambeth, aber andererseits sollen wir auch hier im Zug Missionen machen, die auch zu der Sequenz gehören. Insofern, irgendwas habe ich da noch nicht so ganz verstanden. Und wir können zum Zug schnell reisen, glaube ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich mit dem Zug irgendwo hinfahren kann oder ob das geht. Weil ich will ja eigentlich nach Lambeth. Aber gut, dann können wir ja eigentlich im Zug die nächste Mission annehmen. Spielen nach Gehör. Evie setzt die Suche nach dem Edensplitter mit Hilfe des Notizbuches fort, das sie in Miss Thorns Truhe gefunden hat. Ja, ich würde auch, glaube ich, da weitermachen, weil wir jetzt gerade da diese Storyline angefangen haben mit diesem Notizbuch und ich natürlich wissen will, was damit los ist. Und für die Mission gäbe es dann auch einen Verteidigergewand. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt erstmal Schluss machen. Ja, auch wenn der Part dann wieder relativ kurz ist, wenn ich jetzt noch eine ganze Hauptstory-Mission anfange, sind wir auf jeden Fall zu lang. Und insofern immer so, wie es gerade passt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und machen dann direkt hier die nächste Mission aus Sequenz 4. Danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn ich immer noch ein bisschen krank bin und man hört es, das tut mir leid. Lasst ein Däumchen da, schreibt einen netten Kommentar und bis zum nächsten Mal, hoffentlich morgen. Ich bin raus, Herr Walle. Bye, bye.